Guten Tag, Melinda Berger von Mediacon. Ich würde gerne mit Herrn Emanuel Kim Bückenbock sprechen. Ja, Moment. Manu! Telefon! Du weißt nicht, sieh deine Frau. Guckst du? Ich gehe jetzt einkaufen. Brauchst du was? Nee, ist schon in Ordnung. Hallo, Bückenbock. Hallo, einen schönen guten Tag, Melinda Berger von Mediacon. Ja. Spreche ich persönlich mit Emanuel Kim Bückenbock. Ja, wer ist da? Was für eine Firma? Melinda Berger von Mediacon. Es geht um die kostenlose Verlosung, an der Sie teilgenommen haben. Oh ja, da war was. Und Edeka-Geschenkkarte-Gewinnspiel. Habe ich gewonnen? Richtig, Sie haben jeweils 200 Euro zwei Gutscheine insgesamt von 400 Euro. Oh, ist das Sie klasse. Haben es geschafft. Sie sind unter den letzten 20 Finalisten. Oh, und toll. Mein Arbeit ist, dass wir die Preise mit Ihnen da durchgehen für die Finale. Ja. Aber erstmal muss ich die Daten abgleichen. Sie wohnen in Marienstraße 69, Lübeck. Ja, genau, da wohne ich. Oh, ich freue mich so, vielen Dank. September 2001. Ja, genau. Sind Sie noch Schüler oder arbeiten Sie? Nee, ich mache eine Ausbildung. Okay, und haben Sie dadurch ein festes Einkommen mindestens 300 Euro? Klar. Wäre sonst ausbildungsordnungswidrig. Okay. Für unter 300, gibt's Leute, die für unter 300 Euro arbeiten? Na, egal. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Müssen wir das auch genauso fragen. Und sollten Sie am Finaltag den ersten Preis gewinnen, welche darf ich für Sie eintragen? VW Touareg oder den Gegenwert von 82.000 Euro in bar? Was war das erste? Ich habe Sie nicht verstanden. VW Touareg, ein Auto oder ein Auto. 40, oder 82.000 Euro in bar. Was ist denn das für ein Auto? Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. VW Touareg, ein neues Auto. Ja, aber was ist das? Ist das ein Sportwagen, Kombi, Geländewagen? Was ist das denn? Wie ein Jeep, ein großes Auto. Ein Jeep? Nee, das macht ja nur die Umwelt kaputt. Dann nehme ich das Geld. Okay. Platz 2 und letzte Auswahl, Jaguar E-Pace, ein elektronisches Auto. Oder den Gegenwert von 40.000 Euro in bar. Was hätten Sie denn lieber hier? Haben Sie Elektroauto gesagt? Ja, richtig. Gibt's da dann auch so eine Ladesäule dazu? Natürlich. Dann nehme ich das doch. Oh, das wäre ja okay. Total toll. Oder was war da der Gegenwert von dem Teil? 40.000 ist das. Das ist ja, guck mal, wir sind ja schon so weit, dass ein Elektroauto nur noch die Hälfte kostet, wie so ein richtiges Auto. Und das finde ich richtig klasse. Mit dem Auto bin ich nicht so gut, aber wie ich gesagt habe, VW Jaguar E-Pace ist der Gegenwert von 40.000. Ja, ich finde das toll. Ich freue mich richtig. Das wär, merke ich. Und möchten Sie E-Auto oder Bares? Das ist das Auto. Und was wollen Sie vermerken, okay, dass ich mich freue? Nur, das ist was Schönes, dass Sie sich darüber freuen. Ja, das tue ich. Sehr sogar. Vielen Dank. Oh, das ist ja total toll. Und dritter Preis ist eine Traumreise auf die Malediven in Wert von 15.000. Vierter Preis ist Bargeldgewinn in Höhe von 2.500 Euro. Fünf bis zehn. Ja. Da sind verschiedene Wertgutscheine in Höhe von 500 Euro. Und Platz 11 bis 20, da sind verschiedene Reisegutscheine, ja, Wertgutscheine oder Energiegutscheine in Höhe von 200 Euro. Was ist denn ein Energiegutschein, Entschuldigung? Da kann man Strom- oder Gasrechnung bezahlen. Ach so wie der Prepaid-Stromzähler vom Drachenlord? Das können Sie bei dem Anbieter Energietoday einlösen. Bei wem? Wer ist denn das? Energietoday. Kenne ich nicht. Nein, ist ja auch egal. Können Sie mal nachschauen. Das, was ich gesagt habe, eigentlich kann ich das auch so sagen für Sie. Ein Tipp, der Energietoday ist einer der Marktführer mit günstigen Preisen. Da können Sie sich mal nachschauen. Sie werden selber feststellen, dass Sie das auch genauso noch günstiger bezahlen können, natürlich. Achso, das ist so ein Stromvergleicher oder was? W-Vergleicher? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, einer, der die Strompreise vergleicht, so ein Energiemarkt-Optimierungsexpertengremium-Dings da. Nein, mit dem haben wir nichts zu tun. Nee, diese Energietypen da, meinte ich. Ach, nein, das weiß ich nicht, wie ich gesagt habe. Haben Sie noch Fragen? Nee, also ich finde, aber obwohl Sie haben gesagt, Reisegutschein, reisen darf man jetzt ja gar nicht. Es
kein Problem. Diese zwei Gutscheine erhalten werden. Ich weiß es jetzt nicht, welche sie erhalten werden. Ja. Die sind in voller Höhe einlösbar, 2 Jahre gültig und übertragbar. Oh, klasse. Mhm. Oh, ich freue mich. Haben Sie noch Fragen? Nee, gerade nicht. Das waren jetzt ja auch erstmal so das Wichtigste, glaube ich. Oh, ist das ja, toll. Natürlich. Mit dem Gutscheinen, das ist das Wichtigste, weil Sie haben das schon. Aber für die Finale fixieren Sie sich nicht nur für die 2 Gutscheinen. Für den Finaltag haben Sie auch genauso 50% eine Chance. Das ist die schönste eigentlich. Und wie ich gesagt habe, die 2 Gutscheinen. Es kann ein Reisegutschein, Wertgutschein oder ein Energiegutschein sein. Die sind in voller Höhe einlösbar, 2 Jahre gültig und übertragbar. Und möchten Sie Ihren 2 Gutscheinen per Mail oder schriftlich erhalten? Am liebsten per E-Mail, weil da können wir das Papier und das Porto, das können wir ja sparen. Wir wollen ja verantwortungsvoll mit der Welt umgehen. Natürlich. Ihre E-Mail-Adresse ist froschteichhamburg@gmail.com. Ja, schicken Sie das jetzt gleich rüber. Das erhalten Sie innerhalb in 10 bis 14 Tagen. Erstmal muss ich meine Arbeit fertigen und Sie weiterleiten für die Post- und Kontrollanruf. Da wird ganz kurz meine Arbeit kontrolliert und dann bekommen Sie das paar Tagen später nochmal. Ich freue mich ja sowas von. Das ist total toll. Ja, in 10 bis 14 Tagen, wie ich gesagt habe, erhalten Sie bereits Ihre Begrüßungsunterlagen mit dem Gutscheinkurs im gesamten Wert von 400 Euro. Ein Internetlink mit Ihren persönlichen Zugangsdaten, womit Sie auf der Webseite alles mitverfolgen können. Da können Sie nachprüfen, ob Ihr Name dort mit den anderen Finalisten registriert ist. Ach, da steht das dann. Und die wir durchgegangen sind, können Sie dort nochmal sehen. Ja. Da steht das dann, wer gewonnen hat und wer nicht. Richtig, aber am Finaltag werde ich Sie nochmal anrufen, ist kein Problem, wenn Sie auch nicht mitverfolgen können. Wann ist denn das Finale bitte? Heute in 2 Monaten. Ach genau, auf den Samstag dann auch wieder? Das muss ich mal nachschauen. Nein, am Donnerstag ist das. Oh, ist 27. Das Mai. 27. Mai. Mhm. Klasse, klasse. Oh, ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Das ist so toll. Ich weiß es jetzt nicht, ob Sie die Teilnahme gelesen haben oder nicht, aber wie Sie es auch wahrscheinlich wissen, werden die Gewinner bei einer kostenlosen Verlosung in Deutschland durch Werbungen finanziert. Da Sie schon einen garantierten Gewinn gesichert haben, insgesamt von 400 Euro, und zudem noch die Möglichkeit haben, eines der 10 Hauptpreisen zu gewinnen, bekommen Sie genauso wie die anderen 19 Finalisten von den Kostenträgern eine Zeitschrift für 13 Monate zu einem Preis von nur 12 Monaten und der letzte Monat ist obendrauf gratis. Oh toll, noch mehr Geschenke. Das heißt, dass die Zeitschrift nur für ein Jahr, einen Monat kostenlos bekommen. Und in einem Jahr müssen Sie das nur 2-mal bezahlen als kleine Gegenleistung. Klasse. Und als Kostenträger ist die Sponsorzeitschrift TV Hören und Sehen eingetragen. Soll es dabei bleiben oder möchten Sie das selber aussuchen aus den Bereichen? Ja, das wäre besser. Ich gucke gar kein Fernsehen. Da kommt ja nur Scheiße. Okay. Da habe ich die Auto. Das Fernsehen ist ja im Prinzip dafür verantwortlich, dass in Deutschland die Leguane ausgestorben sind. Und das will ich halt nicht unterstützen. Das wusste ich nicht. Ja, deswegen. Was gibt's denn da noch? Auto, Wissenschaft. Haben Sie den Maulwurf am Morgen? Nein, habe ich nicht. Die ganzen Zeitschriften haben wir nicht. Ich sag's nochmal. Auto, Wissenschaft, Finanzen, Nachrichten, Yellow Presse, Lifestyle und Frauenzeitschriften. Was ist denn eine Yellow Presse? Da sind so 7 Tage, Neue Welt, Frau aktuell, Echo der Frau, das Goldene Blatt. Auch nicht schlecht. Und was ist bei Wissenschaft mit drin? Gibt's da den aktuellen Otter? Nein, wie ich gesagt habe, Bild der Wissenschaft und Geo. Das Geo ist das, wo die so im Wald rumlaufen, oder? Richtig. Da finde ich das eigentlich noch am interessantesten. Okay, die Geo begleitet Sie nur für 13 Monate, kommt monatlich. Und die Abbuchung der Zeitschrift erfolgt 2-mal im Jahr, 52,80 Euro. Gibt's das auch als PDF oder Online-Version oder gibt's das nur gedruckt? Nein, nur gedruckt. Oh, das ist aber schade. Vielleicht können Sie das mal als Anregung weitergeben. Ich würde ja gerne auf alles bedruckte Papier verzichten. Am schlimmsten finde ich bedrucktes Klopapier, das dann 2 Euro mehr kostet als normales Klopapier. Das ist doch voll für den Arsch, oder nicht? Ja, richtig.
Ist doch voll die Verarschung. Leider ist das so. Na gut, dann ist das aber egal. Kann ja auch nicht immer nur auf die Umwelt achten. Natürlich, leider ist das auch genauso. Wie ich gesagt habe, die Geo begleitet sie nur für 13 Monate und kommt monatlich. Haben Sie bis jetzt Fragen an mich? Wann kommt denn die? Anfang, Mitte, Ende des Monats? In 10 bis 14 Tagen, wie ich gesagt habe. Ja, aber dann von da aus, dann je alle 30 Tage. Ich fragte, wann die erscheint, weil ich bin viel unterwegs beruflich. Die ganz genau dort weiß ich nicht, das erhalten sie innerhalb in 10 bis 14 Tagen zugesendet. Das ist ja toll. Wo sitzen Sie denn? In Hessen. In Hessen, wo denn da? Da bin ich aufgewachsen. In Groß-Gerau. Groß-Gerau? Oh, das ist auch eine tolle Ecke. Haben Sie noch Fragen? Nee, gerade nicht, danke. Nicht, bitteschön. Und ja, wenn wir es jetzt zusammenfassen können, den Mindestgewinn 200 Euro, jeweils 200 Euro zwei Gutscheine. 200 insgesamt Eulen? Insgesamt von Euro, wie ich gesagt habe. Ja, die Leitung war gerade ein bisschen abgehakt, Entschuldigung. Kein Problem, kein Problem. Deswegen frage ich also, das mit 200 Eulen hätte ich nichts anfangen können. Natürlich. Die jeweils 200 Euro... zwei Gutscheine insgesamt von 400 Euro bekommen Sie innerhalb in 10 bis 14 Tagen zugesandt. Klasse. Heute in zwei Monaten ist die Finale. Da werde ich Sie nochmal anrufen und Bescheid geben, was Sie gewonnen haben. Sollten Sie am Finaltag ein Bargeldgewinner, wird der Betrag auf Ihren Konto überwiesen. Ja. Für die eventuelle Bargeldgewinner und für die halbjährliche Abbuchung der Zeitschrift benötige ich Ihre IBAN-Nummer bitte. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Den muss ich aber erst holen. Kein Problem, das weiß man ja nicht auswendig. Ist so lang. Nee, ich konnte das. Früher konnte ich das, also die Kontonummer zumindest auswendig. Und dann kam diese Scheiße mit der IBAN da. Also, wer kann sich doch kein Mensch merken? Gerade die alten Leute, wie sollen die das denn jetzt alles machen? Das geht ja gar aber nicht. Aber die Kontonummer reicht auch schon, weil die Bankleitzahl kann man immer finden. Da müssen sie nur immer sagen, mit welchem Bank sie arbeiten. Ja, das ist schon so lange her. Und ich habe auch schon ein paar Mal gewechselt, seitdem ich weiß, das nicht mehr auswendig. Ach so. Ja, das ist alles. Das immer? Naja, als ich mit der Ausbildung angefangen habe, habe ich ja ein eigenes, also nicht mehr das Kinderkonto, sondern dann habe ich ja ein normales Konto gekriegt und das eigene erst, das kann man sich ja merken, das ist wie mit der Kombination vom Fahrradschloss, vom ersten eigenen Fahrrad. Oh, toll. Ist das egal von welcher Bank? Ein IBAN reicht. Ja, haben Sie was zu schreiben? Richtig, DE. Ja, 89. Ja. 37. Ja. 0400. Ja. 440. Einen Moment, bitte. 440. Ja, dann kommt 532. Ja. 01. Ja. Und 3000. 3000, okay. Und das muss ich mal nachschauen. Das ist die Commerzbank. Genau, das ist die Commibank. Und der Kontoinhaber, sind Sie das persönlich selber? Sind was bin ich? Die Kontoinhaber. Ja, klar. Okay. Und von meiner Seite war es das auch schon. Haben Sie bis jetzt Fragen an mich erstmal? Nö. Ich habe ja schon ganz viel gefragt. Kein Problem, können Sie immer noch fragen. Ja, vielleicht fällt mir, also wenn ich mich anstrenge, fällt mir bestimmt noch was ein. Wird das Auto zu mir nach Hause gebracht? Ja. Toll. Bin ich dann da? Das ist auf einer Internetseite. Wie heißt denn die? Das bekommen Sie mit den Unterlagen zugesendet. Die Seite mit Ihrem persönlichen Passwort vorhanden ist. Also ist das dann ausgedruckt da in dem Brief mit dabei? Ja, richtig. Oh, klasse. Aber auf einer ausgedruckten Seite kann ich mich ja nicht einloggen. Nein, das können Sie nicht einloggen. Natürlich, das bekommen Sie ja per Mail. Deswegen wollten Sie das per Mail erhalten, die Unterlagen mit den zwei Gutscheinen. Da können Sie klicken, dann ist schon die Seite da. Ja, dann klasse. Müssen Sie nur Ihre persönlichen Passwort einloggen. Wie heißt denn das? Dann sind Sie schon drin. Was? Das Passwort? Das weiß ich nicht. Ach so. Wie ich gesagt habe, ich kann Ihr persönliches Passwort nicht wissen. Ach so, ja, das ich dachte. Das erhalten Sie mit dem Mail zugesendet, mit Ihrem Gewinn, mit den Unterlagen alles. Kann ich mir das Passwort selber aussuchen?
Das weiß ich auch genauso leider nicht. Sie fragen ein bisschen schwierig. Ja, natürlich, sehr wichtig. Ich habe noch nie was gewonnen. Ich will ja nichts falsch machen. Natürlich, das ist kein Problem. Ich kann das jetzt so sagen. Dieses Kamel erhalten werden. Erstmal, was ich hier erklärt habe, bekommen Sie nochmal die 2 Gutscheine insgesamt von 400 Euro. Ein Internetlink mit Ihrem persönlichen Passwort, wie Sie einloggen müssen und so weiter, sind auch dabei. Wie es beim Finaltag geht, wie Sie online mitverfolgen, das wird auch dabei sein, als per Mail zugesendet, dass Sie das auch genauso lesen können. Deswegen brauchen Sie keine Bedenken zu haben. Und wenn Sie auch nicht das machen können, ist auch kein Problem, weil die Kontaktdaten sind dabei, eine Hotline und eine Telefonnummer. Wenn ich was nicht machen kann, wenn ich was nicht einloggen kann. Ach so, wenn das nicht funktioniert. Da können Sie ein Mail schreiben oder anrufen, da sind wir für die Fragen wieder hier. Ja. Wenn Sie möchten, meinen Namen können Sie auch notieren, Melinda Berger von Mediacon. Ja, toll. Und das ist dann Livestream, das diese Verlosung, oder wie läuft das? Wie dann? Naja, Sie haben, das ist doch für so eine Internetseite. Und ist das dann mit so einem Livestream wie auf YouNow? Nein. Schade. Ich hätte gern ein bisschen im Chat rumgetrollt. Ich nenne mich dann immer Bimon Maraca und schreibe lustige Sachen rein. Ach so, ja, das weiß ich nicht, wie ich gesagt habe. Und ich wollte noch Ding sagen, die 10 großen Hauptreisen, wenn Sie möchten, können Sie auch nochmal dort nachschauen. Oh, wenn toll. Sie möchten, mit dem Bares und Autos können Sie das auch umtauschen. Ach, das kann man dann, das kann man dann auch noch tauschen? Wie richtig. Oh, klasse. Das können Sie auch ankreuzen dort. Geil. Ich finde das so toll. Und von meiner Seite war, ja? Ja, und Sie haben gesagt, da ruft jetzt nochmal jemand an bei mir. Richtig, das wollte ich jetzt nochmal das erklären für Sie. Von meiner Seite war es das auch schon. Wenn wir jetzt aufgelegt haben, bekommen Sie ein paar Minuten später nur für eine Minute einen Anruf von der Post- und Kontrollabteilung. Da wird man Sie fragen, ob ich Ihnen gegenüber freundlich war. Ja. Zudem wird man nochmal Ihre Daten abgleichen zum Identifizieren. An dieser Stelle wird nochmal erwähnt, dass für die Zeitschrift nur 2x52,80 Euro von der Commerzbank abgebucht wird, wenn es soweit ist, dass Sie die Unterlagen erhalten haben. Und am Finaltag, wenn Sie ein Bargeld gewinnen würden, dass das Geld auf Ihrem Konto überwiesen wird in 24 Stunden. Ja. Da wird man nochmal gefragt, ob Sie auch Einkommen haben, nochmal, wie ich gesagt habe. Brauchen Sie denn da einen Nachweis? Dann würde ich das schon mal raussuchen. Brauchen Sie Lohnsteuerabrechnung? Nein. Okay. Das müssen Sie nur sagen, bestätigen, dass Sie das auch genauso haben. Ein festes Einkommen über 300 Euro ist. Ja. Und damit auch alles seine Richtigkeit hat, wird man Sie fragen, ob ich auch Ihren Gewinn erklärt habe. Ja. Dass Sie innerhalb in 10 bis 14 Tagen per Mail 2 Gutscheine insgesamt von 400 Euro erhalten werden. Klasse. Und dann habe ich ein Okay für Sie, dass ich noch heute die Unterlagen für Sie rausnehmen kann. Oh, das ist so toll. Was wäre denn jetzt, wenn einer kein Einkommen hat? Darf der dann nicht mitspielen? Dann haben wir eine Schülerableitung, da werden Sie weitergeleitet worden. Das heißt, dann bekommen Sie einen Anruf, da wird das alles fertig, nicht hier. Ach cool, der hat mich nur interessiert. Ich habe ja zum Glück ein bisschen Geld. Super, dann ist das kein Problem. Super. Dann, wenn Sie keine Fragen mehr haben, leite ich Sie jetzt weiter. Ja, vielen Dank. Ich freue mich total. Sie sind ja meine Glücksfee. Bis Finaltag dann heute in 2 Monaten nochmal. Da melde ich mich, wie ich gesagt habe, nochmal. Ja, um welche Uhrzeit ist das denn? Bis 18 werden wir Sie anrufen. Bis was bitte? Bis 18 Uhr. Ach, bis 18? Von halb 9 bis 18. Das ist ja wie beim Klempnertermin. Bitte seien Sie von 8 bis 20 Uhr zu Hause. Da muss ich mir ja frei nehmen für den Tag. Wenn Sie eine Handynummer geben möchten, das passt auch. Können Sie da eine Entschuldigung für den Ausbildungsbetrieb ausstellen, dass der Gewinnspiel-Dings da an dem Tag ist? Sonst kriege ich Ärger mit dem Chef. Ist kein Problem, ich werde Sie nochmal anrufen. Klasse. Das kann ich natürlich nicht leisten. Ja, da freue ich mich richtig. Haben Sie noch Fragen? Nee, gerade nicht. Sonst kann ich Sie ja anrufen, nicht wahr? Ja, richtig. Toll. Dann leite ich Sie jetzt weiter. Bleiben Sie gesund, das ist natürlich die wichtigste. Bis 2 Monaten später nochmal. Tschüss. Wiederhören. Vielen Dank. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Tschüss. Wiederhören. Ja, Melinda Berger, ne?
einer Bargeld, bla bla bla, meine Güte, also so sehr sich diese Leute beim Betrügen auch anstellen, man hört einfach raus, dass das kein Stefan Fuchs, keine Melinda Berger, kein Hans Martin oder sonst irgendwas ist. Das ist überhaupt nicht wertend, das ist einfach nur eine Tatsachenfeststellung, dass man bei diesen Figuren immer raushört, dass das definitiv nicht die Namen dahinter stehen, die sie behaupten zu haben. Aber das ist halt Teil der Masche, der erste Behauptung im Gespräch, nämlich der Name, ist schon gefaked und dann weißt du genau, was du vom ganzen restlichen Gespräch halten sollst. Aber hey, der kleine Dorian, oder in diesem Fall Kim Emanuel, wie sich ein Patreon seinen Namen ausgesucht hat, der ist halt immer freundlich und ist leichtgläubig und macht jeden Quatsch mit, weil der braucht, er ist jung und braucht das Geld, nicht wahr? Ja, und hier, Masche, ganz klar, du hast diesen Gutschein, diesen Gutschein, diesen Gutschein, diesen Gutschein, das kannst du auch noch gewinnen. Also egal, was du machst, du kannst nur gewinnen und musst halt hier nur dieses Zeitschrift nehmen. Natürlich gibt's die ganzen Gewinne nicht. Das Einzige, was kommt, ist dieser scheiß Gutschein, diese scheiß Zeitschrift, die sie dir da aufdrängen. Und jetzt hoffe ich, dass diese Tussi da gleich zurückruft, damit das hier nicht so sehr zum Monolog verkommt. Ich unterhalte mich ja lieber mit Menschen. Mal gucken, was die uns so zu erzählen hat. Dass die sich alle nicht schämen. Ich könnte Hühnergeräusche machen, so wütend bin ich. Nun gut, ich denke, wir machen an dem Punkt dann einmal kurz Pause und ich schneide dann zusammen, wenn sie da sind. Anja, kurz hier von der Postenkontrollabteilung. Herr Bückeborg, Sie hatten gerade ein Gespräch mit der Frau Berger geführt. Sie wird zur großen Finanzierung, die in genau 2 Monaten stattfinden wird, auch begleiten, wo es nur noch um die 10 großen Preise geht. Ja, klasse. Sie bekommen in den nächsten 10 bis 14 Tagen Ihre 2 Gutscheine, die Sie bereits schon gewonnen haben und jeweils ein Wert von 200 Euro ist. Und dieses Gespräch wird zu Ihrer und zu uns. Sie sind 2001 geboren. Arbeiten Sie oder noch Schüler? Ich bin Auszubildender. Okay, Ihr Einkommen unter oder über 300 Euro im Monat? Nochmal bitte, das war ein bisschen schnell. Sie sprechen sehr schnell. Ihr Einkommen liegt ja unter oder über 300 Euro im Monat? Weit drüber. Okay, dieses Gespräch wird zu Ihrer und zu unserer Sicherheit aufgezeichnet. Ist das in Ordnung für Sie? Was wird das? Unser Gespräch wird aufgezeichnet. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, habe ich kein Problem mit. Auf Ihrem Telefon sehen Sie meine Telefonnummer. Ja. Am Ende die 4236. Heute haben wir den 27.03.2021. Bei dem Gespräch mit der Frau Berger haben Sie sich für die Zeitschrift Geo entschieden. 13 Monate, aber zum Preis von 12 Monaten. Halbjährlich würde sie die Zeitschrift 52,80 € kosten und diese Summe würde man von Ihrem Konto abbuchen und darüber wurden Sie informiert und waren auch einverstanden. Ja, das ist ja quasi die Gegenleistung für die ganzen tollen Preise, die ich kriege. Da habe ich mich ja sehr drüber gefreut. Okay, aber das war nicht meine Frage. Ich fasse das Gespräch nur zusammen. Meine Frage war, ob sich die Zeitschrift persönlich ausgesucht haben, die Laufzeit, der Betrag und die Abbuchung durch Frau Berger Ihnen mitgeteilt worden ist. Ja, wegen dem Gewinnspiel halt, ne? Frau Bückeborg, ich weiß, dass Herr Bückeborg. Herr Bückeborg, Entschuldigung. Ich weiß, dass es wegen dem Gewinnspiel ist. Ihren Gewinn habe ich Ihnen ja auch bestätigt. Bitte nur auf meine Fragen antworten. Ich fasse das Gespräch zusammen. Ja. Und diese Aufteilung sollen Sie nämlich nach Hause bekommen. Ah, ich verstehe, so läuft das. Rufen Sie aus Baden-Baden an? Ich sitze in Karlsruhe. Also Sie haben eine Baden-Badener Telefonnummer. Was ist denn nach Ihrer Meinung Baden-Badener Rufnummer? Ja, 07221 ist die Vorwahl von Baden-Baden. Ja. Nein, ist die Vorwahl von Karlsruhe. Hat Karlsruhe nicht 0721? Also meine Vorwahl ist 07211. Ach, das ist meine Vorwahl. Da habe ich mich doch glatt vertan. Ja, wo sind danke. Sie denn im schönen Karlsruhe? Frau Bückeborg, können wir... Ich bin immer noch ein Mann, also zumindest äußerlich. Können wir das Gespräch eben durchführen? Reden Sie nicht gerne mit mir? Also wenn Sie sich unterhalten möchten, das hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun. Ich muss hier meine Arbeit machen. Das Gespräch von mir dauert nur 1,5 bis 2 Minuten.
Ja. Also, und da kann man da nicht trotzdem freundlich sein, wenn jemand einem was fragt? Ich habe Ihnen Ihre Fragen beantwortet, Herr Böckebock. Naja, das ist okay, ist in Ordnung. Ich will ja so keinen Ärger haben. Ein der kurz ist mein Name von der Post- und Kontrollabteilung. Sie hätten gerade ein Gespräch mit der Frau Berger geführt. Sie wird sie bis zur großen Finalziehung, die in genau 2 Monaten stattfinden wird, auch begleiten, wo es nur noch um die 10 großen Preise geht. Sie bekommen in den nächsten 10 bis 14 Tagen Ihre 2 Gutscheine, die Sie bereits schon gewonnen haben und jeweils einen Wert von 200 Euro. Sind Sie genauso informiert worden? Ja, die Gutscheine. Super. Dieses Gespräch wird zu Ihrer und zu unserer Sicherheit mit aufgezeichnet. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte mit Ja bestätigen. Ja, habe ich doch vorhin schon gesagt. Ist in Ordnung. Herr Bückeburg. Ja? Ich weiß, dass Sie es vorhin gesagt haben. Und ich habe Ihnen gesagt, dass ich erneut beginne. Ich habe Ihnen auch vorhin den Gewinn schon bestätigt. Ja, Sie haben sich gerade wiederholt. Nur falls Ihnen das nicht aufgefallen ist. Ich leite Sie zu Frau Berger zurück. Besprechen Sie erstmal, sie soll Ihnen kurz mal erklären, wie mein Gespräch abläuft. Ja, ich beginne erneut, ich mache Sie darauf aufmerksam und ich komme aber mit meinem Gespräch nicht weiter. Ich weiß, wenn ich erneut beginne, dann muss ich auch dieselben Aussagen und die Bestätigung erneut machen, denn diese Aufzeichnung sollen Sie, wie eben auch schon gesagt, nach Hause bekommen. Ach so, ich soll jetzt einfach nur Ja sagen? Hallo? Ich bedanke mich. Schönen Tag noch für die Hören. Meine Güte. Alter, was ist das denn für ein Drache? Hoffentlich ist die nicht verheiratet. Meine Güte, ich habe ja selten und ich habe jeden Tag mit dem allergrößten Abschaum zu tun von diesen Figuren. Ich habe selten mit sowas Unsympathischem gesprochen. Und sowas lassen die auf die Menschen los. Die ist bestimmt für 3/4 der Stornos verantwortlich, diese Frau. Und bei der hast du auch wieder rausgehört, dass die nicht ihren Fake-Namen schon vergessen. Und mal gucken, ob die andere Bekloppte jetzt wieder anruft, wie oft wir das hinkriegen. Auf jeden Fall will ich mit der anderen nochmal sprechen und will bei der auflösen, dass ich sie verarscht habe. Unbedingt, unbedingt, dieses Gesindel, dieses Elende. Bah, Gangstalker. Hallo? Hallo, einen schönen guten Tag, Melinda Berger von Mediacon. Ich würde gerne mit Herr Böckebock sprechen. Ja, ich bin am Telefon, hallo. Ja, nochmal, Melinda Berger von Mediacon, ja. Bei der Post- und Kontrollanruf. Sie sind weitergeleitet worden. Ja, ich weiß nicht, was die Frau für ein Problem hat, die war mega unfreundlich zu mir. Echt? Ja, ich habe nur ein bisschen gesprochen mit der und dann hat die gesagt, sie sollen erstmal ihre Arbeit richtig machen und mir erklären, was ich machen soll, wenn die anruft. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich im Radio bei irgendeiner Verarsche. Rufen Sie vom Radio an? Nein, nicht. Ich kann das so sagen. Mit wem haben Sie denn gesprochen, dass ich die Name hier eintragen kann? Ich weiß nicht. Dass ich das meinen Vorgesetzten geben kann? Ich war so schockiert und so verletzt, dass ich mir das gar nicht gemerkt habe. Vielleicht, also auf jeden Fall, falls Sie den Film Gremlins gesehen haben, die war so gemein wie der Anführer von denen. Oh, es tut mir leid erstmal, warum es so war, das weiß ich nicht. Aber wie ich gesagt habe, das werde ich mal nachprüfen. Vielleicht können Sie mal dazu schreiben, dass man die Frau nicht mehr nach Mitternacht füttern sollte. Das scheint bei der ziemliche Gremlin-Reize zu triggern. Natürlich, kein Problem. Ich kann das jetzt so sagen, bei der Post- und Kontrollanruf, die sind nur für mein Arbeit da. Da wird nur mein Arbeit kontrolliert. Für die Fragen sind die nicht da, deswegen... Aber natürlich darf man das auch genauso nicht machen für Sie. Es tut mir leid, wie ich gesagt habe. Ja. Und, aber wie ich gesagt habe, ich werde das vermerken und weiterleiten für meinen Vorgesetzten. Das ist für Sie kein Problem, wie ich gesagt habe. Bei der Post- und Kontrollanruf haben Sie Fragen oder wo war das die Problem dort? Ich habe einfach nicht verstanden, was ich machen sollte und dann habe ich halt nochmal nachgefragt und dann hat die ein paar Mal hintereinander gesagt, ob das in Ordnung für mich ist, dass sie das aufnimmt und dann habe ich gesagt, ja natürlich, das habe ich doch schon gesagt, und dann ist sie richtig giftig geworden. Okay, das habe ich auch schon notiert mit dem Aufzeichnen, war das die Problem, die sie nochmals und nochmals gefragt hat, richtig? Ja, ich habe einfach nicht verstanden, was ich machen soll. Die ist total wütend geworden auf mich. Sie haben ja gemerkt, ich tue ja keinem was. Natürlich, natürlich. Okay, das habe ich auch notiert für Sie dann jetzt. Sie sind ja super schnell im Tippen. Ich höre nicht mal Tastenanschläge, so schnell geht das. Großes Kompliment. Ich kann mit Mühe und Not mit 2 Fingern schreiben. Ach, ich
kann auch nur mit zwei Fingern schreiben. Oh, da sind sie aber verdammt schnell. Großes Kompliment. Echt, ohne Mist. Ja, wie ich gesagt habe, ich leite sie dann jetzt nochmal weiter, wenn sie keine Fragen haben. Ich habe das auch schon für sie notiert und werde das auch natürlich vermerken mit meinen Vorgesetzten, ja? Kommt da der gleiche Gremlin wieder ans Telefon oder ist das dann jemand anderes? Das weiß ich nicht. Oh Mann. Nur eine Minute, bitte. Ja? Ja? Soll ich jetzt warten wieder? Ja, richtig. Jetzt legen wir auf und dann bekommen sie diesen Anruf nochmal. Ich kann das mit denen so erklären. Wie ich gesagt habe, da wird nur meine Arbeit kontrolliert, ja. Ihre Daten wird abgleichen und an dieser Stelle wird nochmal erwähnt, dass die Zeitschrift nur zweimal halbjährlich für die Geo 52,80 Euro von der Commerzbank abgebucht wird, wenn es soweit ist, dass Sie die Unterlagen erhalten haben. Ja. Und damit auch alles seine Richtigkeit hat, wird meine Arbeit kontrolliert, das heißt, da wird man Ihnen fragen. Ja. Dass sie innerhalb in 10 bis 14 Tagen jeweils 200 Euro zwei Gutscheine insgesamt von 400 Euro erhalten werden. Ah, klasse. Ich freue mich da so drüber. Also nicht über den Gremlin. Also sie waren sehr nett, wenn Sie das vielleicht auch dazu schreiben. Das kann ich leider nicht machen, aber das können Sie natürlich sagen. Wem denn? Dem Gremlin? Richtig. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, für den Post- und Kontrollanruf. So garstig wie die drauf ist, glaube ich nicht, dass die irgendjemand anderem was Gutes will. Aber vielleicht ist ja jemand anderes am Telefon. Wissen Sie die Namen nicht, wer das war? Nee, ich habe mir das nicht gemerkt. Ich war so schockiert und verletzt und tief traurig, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Das war so eine alte, grantige Oma. Okay, das werde ich auch, wie ich gesagt Im Wortlaut bitte Zitat, alte, grantige Oma, Gremlin, in Anführungszeichen. Also nur in Anführungszeichen, weil das ist ja dann nicht der richtige, sondern nur ein Spitzname. Okay. Vielen Dank. Bitteschön dann, tschüss. Schönes Wochenende. Dankeschön. Ey, ist das ein Haufen von originalen Nichtskönnern, blöd. Die wissen nicht nur, nicht, dass man scheiß Kranplätze nicht verdichtet, bei denen ist die Hirnmasse nicht verdichtet worden. Meine Güte, du trägst da deine Beschwerden vor, hast in 5 Sekunden 1000 Infos gegeben und die, ohne dass du einen Tastaturanschlag gehört hast, während du aber jedes andere Hintergrundgeräusch bei denen in dieser Mistbude hörst, hat sie alles notiert und gibt sie an den Vorgesetzten weiter. Unbedingt müssen wir, wenn diese Nummer durch ist, müssen wir versuchen, bei dem Gremlin Sturm zu klingeln, falls die Nummer anzurufen geht. Ich will das jetzt nicht probieren, das würde die Aufnahme versauen. Ich drücke jetzt nochmal auf Ende und warte auf den Anruf des Obergremlins, falls die sich noch ans Telefon traut mit dem kleinen Emmanuel Kim Bückebock. Oh Leute, der Gremlin ruft zurück. Ja, hallo? Herr Emmanuel Kim Bückebock, richtig? Ja, der ist am Telefon. Wer ist denn da? Ich grüße Sie. Mein Name ist Sabrina Pichler von der Post- und Kontrollabteilung. Ja. Sie haben sich ja mit der Frau Melinda Berger unterhalten. Ja. Die Frau Berger ist die persönliche Sachbearbeiterin, begleitet sie bis zum Finale, die genau in 2 Monaten stattfinden wird. Genau. Da geht es auch nur noch um die 10 großen Hauptpreise. Ich freue mich da ja total drüber, dass Sie sowas veranstalten. Das ist total nett von Ihnen. Sehr gerne. Herr Bückeburg, kleinen Moment bitte. Ja, ganz kleinen Moment. Bitte. Ja. Ich bin gleich wieder für Sie da. Ja, kein Stress. Hallo? Ich bin für Sie da, Herr Bückebock. Und zwar, wie gesagt, die Frau Melinda Berger wird Sie bis zum Finale begleiten. Entschuldigung, ich hatte eben einen Systemfehler. Oh. Muss es kurz abklären. Ist denn jetzt alles wieder in Ordnung?
Es passt alles. Ich danke Ihnen recht herzlich. Herr Bückeburg, ich mache dann auch soweit weiter. Die Frau Melinda Berger wird Sie bis zum Finale begleiten, die in 2 Monaten stattfinden wird. Sie haben 2 Gutscheine gewonnen, die jeweils 200 Euro hoch sind. Gratulation diesbezüglich. Ja, vielen Dank. Sie werden sehr gerne. Und Sie werden auch Ihre Gutscheine mit Ihren Unterlagen erhalten in den nächsten 10 bis 14 Tagen. Und die Chance auf einer der 10 Hauptpreise geht für Sie weiter. Ja? Das hat man ihr so mitgeteilt. Ja, das hat sie mir so mitgeteilt. Wie hieß denn nochmal die andere Frau, mit der ich da gesprochen hatte? Oh, Gesundheit. Entschuldigung, kleinen Moment. Melinda Berger. Nee, die andere. Mich hatte schon mal jemand von ihrer Abteilung angerufen, aber die war garstigst und freundlich. Wer war das denn? Ja, das frage ich Sie ja gerade. Okay. Mit wem ich da zuvor die Ehre hatte. Da kümmere ich mich mal drum. Ja, das werde ich an die Rechtsabteilung weiterleiten. Ich weiß jetzt nicht, ich sehe nicht, wer das davor war. An die Rechtsabteilung? Nee, ich wollte die ja nicht verklagen, aber ich fände es schön, wenn die sich bei mir entschuldigt. Die war total unfreundlich zu mir. Na, ich entschuldige mich bei Ihnen für die Kollegin. Es tut mir leid, dass sie unfreundlich war. Ich bin ihr jetzt freundlich gegenüber Sie. Natürlich. Von daher können wir weitermachen, ja? Na so, klar. Soweit hat sie über alles aufgeklärt, richtig so? Ja, auf jeden Fall. Die war total, super. Also die Melinda, die ist ja ein Zuckerschneckchen. Die ist ja sowas von lieb und süß und nett. So sollten alle Leute sein, die mit Kunden arbeiten. Hallo? Genauso sollte es auch sein. Genauso sollte es auch sein. Herr Bückeburg, darf ich weitermachen? Ja, klar doch. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Super. Alles gut, kein Problem. Dieses Gespräch wird zu Ihrer und zu unserer Sicherheit aufgezeichnet. Ist es für Sie in Ordnung? Kein Problem. Super. Die Rufnummer, unter der ich Sie anrufe, erkennen Sie auf Ihrem Display? Ja, aber die ist nicht vergeben. Ich hatte eben probiert, zurückzurufen, als die aufgelegt hat. Warum haben Sie denn eine Telefonnummer im Display, die gar nicht funktioniert? Weil wir keine Hotline sind. Wir werden von den Veranstaltern nur für die Vorarbeit gezeigt und die Nummer, die Sie auf dem Display sehen, ist eine ID-Nummer. Natürlich werden Sie auch mit Ihren Unterlagen eine 10-stellige, also werden Sie auch natürlich eine kostenlose Hotline-Nummer erhalten, wo Sie beim Verlag jederzeit anrufen können. Beim Verlag? Wie meinen Sie das? Bei uns beim Verlag eine Hotline-Nummer erhalten Sie, da können Sie jederzeit jemanden erreichen, ja? Dann ist ja gut. Hab mich nur gewundert, was heißt, die Nummer ist nicht vergeben, die aber angezeigt wird. Mhm. Naja, was soll's, ist ja egal. Grund, nein, das ist der Grund, weil wir, wie gesagt, hier keine Hotline sind. Wir machen die Vorarbeit, bevor wir anonym anrufen, senden wir Ihnen eine Nummer, ja, damit Sie wenigstens, wie gesagt, eine Nummer zu sehen haben auf dem Display. Oh, toll. Und aber die Daten werden Sie, eine kostenlose Hotline-Nummer, die kompletten Kontaktdaten erhalten Sie schriftlich mit Ihrer Auftragsbestätigung, ja? Ja, aber per E-Mail, da hatte ich drum gebeten, dass halt da kein Papier verschwendet wird. Kein Problem, per Mail. Selbstverständlich, per Mail geht auch. Super, ja? Toll. Ich finde das toll, dass Sie da so viel Verantwortung für die Umwelt auch übernehmen. Machen wir gerne, müssen wir auch heutzutage. Mit der Umwelt ist es sehr, sehr wichtig. Ja, sonst kommt die Greta. Herr Bückeburg, ich hab gerade einen Systemfehler. Oh nein. Ich muss das mal kurz klären. Sie merken es, ich rufe Sie gleich nochmal an, ja? Ja, bis aber gleich. Ich muss demnächst los zur Arbeit. Ich rufe Sie gleich nochmal an, ja? Alles klar, vielen Dank. Bis dann. Bis gleich. Tschüss. Alter, was für Mistvögel. Jetzt haben sie wahrscheinlich die am besten Deutsch kann, aber man hört es trotzdem raus, dass das keine Ahnung, wie sie sich genannt hat, ist. Und plötzlich die eine kann innerhalb von 10 Sekunden aufschreiben, dass die Kollegin unfreundlich und Gremlin war und dass man sie nicht nach Mitternacht füttern sollte. Und die leitet den Scheiß gleich zur Rechtsabteilung weiter. Meine Güte, ist das eine brutale Firma. Einer hackt dem anderen das Messer in den Rücken, die verklagen sich gegenseitig, scheißen sich gegenseitig beim Chef an und dazwischen zocken die doch Leute ab. Alter, das wird schwierig, einen passenden Titel für so viel geballte Inkompetenz und menschliches Versagen zu finden für das Video. Blöd. Gucken, wie viele Anrufe das noch lang wird. Hahaha.